Hallo bei mir im Küchengarten. Heute geht es um ein Thema, das uns zurzeit wohl alle ziemlich stark betrifft, und zwar das Laub, das jetzt im Herbst von den Bäumen fällt. Ich habe da einige Möglichkeiten, wo das Laub zustande kommt, und zwar hier bei unserem Sitzplatz. Da haben wir eine schöne große Plantane, die uns einerseits im Sommer Schatten bietet und andererseits auch Lebensraum für die Vögel. Aber so ein großer Baum verliert natürlich wahnsinnig viele Blätter. Jetzt habe ich ein anderes Problem mit diesen Blättern, die verrotten nicht besonders gut. Oder besser gesagt, es dauert ziemlich lange. Also möchte ich diese Blätter nicht in meinen Kompost werfen und sie auch nicht auf meinen Beeten ausbringen, sonst liegen die dort ewig rum. Einfach nur in die grüne Tonne wollte ich sie aber auch nicht geben, also habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Denn hinten in meinem Garten habe ich noch eine versteckte Ecke, die ich sehr gut für einen Laubhaufen nützen kann, um Nützlinge anzulocken und vielleicht auch einen Igel. Dann mache ich mich wohl mal besser frisch ans Werk. Am Ende meines Küchengartens, wo die Stiege hinaufführt zu unserem Sitzplatz, liegt ein versteckter, schmaler Gang. Dort haben wir viele große Steine, Efeu, Stechlaub, dessen Früchte jetzt im Herbst und im Winter Futter für die Vögel bietet. Und hier sieht man schon an der Böschung ein nacktes Stück Boden. Und genau hier möchte ich jetzt meinen Laubhaufen aufbringen. Ja, aber zuerst heißt es, einen Abfallschutz zu bauen. Denn das Laub würde mir einfach die Böschung hinunterrutschen. Jetzt habe ich dort von irgendwelchen anderen Gartenprojekten ganz viele große Steine gesammelt. Und die schlichte ich jetzt frei und wild zu einer kleinen Mauer auf. Dahinter soll dann eine Mulde entstehen. Oh, da habe ich noch einen Wurm für die Enten gefunden. Dahinter soll eben eine Mulde entstehen, wo ich die ganzen Blätter der Platane locker aufschlichten kann. Als Versteck für die Tiere im Winter. Der Gang ist nämlich nach rechts runter noch viel länger. Dort blühen im Sommer dann auch ganz viele Wildblumen und Beikräuter. Und dort versteckt sich wirklich allerlei Getier. Wir haben dort Blindschleichen, Salamander, natürlich Ohrwürmer, diverse Kellerasseln. Schnecken, leider, weil dort dürfen die Enten nicht hin. Na, das wird ja jetzt schon langsam. So sieht's von vorne aus. Ja, und hier kann man schön sehen, es hat sich eine Mulde gebildet. Und die werde ich jetzt mit all meinen Platanenblättern füllen.
Aber zuerst muss ich diese Blätter natürlich zusammenrächen. Blätter rächen hat doch irgendwie etwas Beruhigendes, nicht? Für mich zumindest. Nachdem ich hier die erste Partie Blätter in meinen Korb gepackt hatte, tat sich mir schon langsam die Frage auf, ob die Mulde dort hinten groß genug sei, ob diese Steinmauer, diese kleine selbstgemachte, wirklich ausreichen würde, um all diese Blätter abzuhalten. Naja, erstmal reinleeren. Das schaut eben schon recht viel aus. Und ich hatte noch mindestens 4 bis 5 solche Kisten voll Blätter, die ich dort hinten ausbringen wollte. Na gut, aber ein richtiger Gärtner weiß für alles Rat. Also habe ich mir Bambusstäbe geholt und diese zur Erhöhung dieser kleinen Mauer nebeneinander in die Erde gestoßen. Jetzt konnte ich problemlos noch mehr Kisten Laub auf den Berg werfen. Ein bisschen verteilen. Und dann noch ein paar Äste drauf, um das Ganze zu fixieren. Ein bisschen Struktur zu geben. Und noch mehr Blätter. Jetzt kann sich der Haufen schon langsam sehen lassen. Und man sieht, die Bambusstöcke hat es wirklich gebraucht. Aber so bekomme ich einen ordentlichen Blätterhaufen zustande. Ich bin mit dem Ergebnis auf jeden Fall wirklich zufrieden und so konnte ich all meine Platanenblätter sinnvoll benutzen. Aber das heißt nicht, dass es das war mit dem Blätterwahnsinn, sondern auch vor dem Haus gibt es einiges an Blättern, die entweder vom Nachbar seinen großen Kirschbaum herübergeweht wurden oder von unseren eigenen Bäumen heruntergefallen sind. Das ist einfach der Kreislauf der Natur
Und das ist auch gut so. Denn die Blätter kann man nicht als Abfall bezeichnen, sondern sie helfen im Winter, in der kalten Jahreszeit, den Boden unter dem Baum vor Frost zu schützen und verrotten anschließend zu Dünger, um den Baum für das nächste Jahr zu stärken. Also eigentlich eine tolle Sache. Und ich mache mir das hier zu nutzen. Ich kehre die Blätter einfach in das Blumenbeet unter dem Baum. Ja, und was habe ich hier noch mit den Platanenblättern gemacht? Ich habe sie einfach schön fein säuberlich auf unserem Sitzplatz in diverse Ecken gekehrt, wo sie ebenfalls Nützlingen und vielleicht auch einem Igel Unterschlupf bieten können. Und dann gibt es auf der Seite unseres Hauses einen Schattengarten, ein Schattenblumenbeet. Hier seht ihr es, hier habe ich im Sommer Wildblumen ausgesät. Die habe ich in diesem Jahr einfach abgeschnitten und als Mulch auf dem Beet gelassen. Und auch die Blätter, die von Nachbars Kirschbaum draufgeflogen sind, habe ich ebenfalls als Mulch dort gelassen. Aber von dem Gehweg möchte ich die Blätter entfernt haben. Also kehre ich sie hier zusammen. Und mit denen werde ich dann auch etwas sehr Nützliches machen. Das sind ja Kirschblätter, die verrotten eigentlich ganz gut. Die werde ich als Einstreu sozusagen in meinem Winterentenauslauf verwenden. Dort wird es nämlich in der kalten und nassen Jahreszeit immer sehr matschig und rutschig. Und mit den Blättern ist das ein bisschen weniger schlimm. Also verteile ich sie einfach großzügig direkt auf dem Boden. Da freuen sich dann auch die Enten, weil dann haben sie was zum Herumschnäbeln. Weil auch dort drunter verstecken sich dann mit Vorliebe Schnecken, Würmer und anderes Kleingetier. Das waren nun also ein paar Ideen von mir, wie ich die Blätter in meinem Garten nützlich einsetze und verwende, um den Kreislauf der Natur zu stärken, Nützlinge zu fördern. Vielleicht konntet ihr etwas für euch mitnehmen, was ihr ebenfalls bei euch im Garten umsetzen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal.